Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Weihekandidaten, liebe Freunde hier im Dom und zu Hause in der Internetgemeinde derer, die sich verbunden fühlen mit den Weihekandidaten, ich grüße Sie alle mit diesem Gruß. Der Friede sei mit euch. So hat der Auferstandene die Jüngerinnen und Jünger nach Ostern gegrüßt und daran haben sie ihn erkannt, am Frieden, den er ausgesprochen und den er ausgestrahlt hat. Wie sehr wünschen wir uns, dieser Friede möge die Welt ergreifen. Die Bilder dieser Woche und der vergangenen Woche haben es uns wieder deutlich gemacht. Krieg im Heiligen Land zwischen Palästinensern und Israelis. Ein Krieg, der seine Spuren bis in unser Land zieht, weil wieder schreckliche antisemitische Parolen in unserem Land gerufen und bezeichnet werden. Frieden und Gesundheit, Frieden und Zukunft gehören zusammen. Da denken wir, die wir gerade dabei sind, in Corona einen Sprung vielleicht in die Sicherheit zu machen, an die vielen Menschen in anderen Teilen der Welt, die ja mit uns hier in unserem Bistum verbunden sind, in Indien, Brasilien, Afrika und überall da, wo die Pandemie besonders hart zuschlägt, Menschenleben fordert, Verunsicherung mit sich bringt. Wir wünschen, Friede möge einkehren. Ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, nichts dient dem Frieden mehr, als Jesus zu folgen, als in seine Spuren zu treten, als sein Evangelium mit Leben zu erfüllen und es zu bezeugen vor den Menschen. Und deshalb freue ich mich sehr und danke Ihnen, liebe Weihekandidaten, dass Sie das mit Ihrem Leben tun wollen, in die Spur Jesu eintreten. Das schafft Frieden. Das gibt dem Auferstandenen mit seinem Wunsch Wirklichkeit in dieser Welt. Und darauf dürfen wir uns alle freuen. Darauf freuen sich all die, die mitgekommen sind und die ich besonders herzlich grüße. Die Eltern, die Geschwister, die Familienangehörigen und Freunde, die jetzt hier sind, die Priester, Diakone und Pastoralmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie begleitet haben in ihren Heimatgemeinden, in den Praktikumspfarreien, während dem Studium, in der Seminarzeit, in der Ausbildung. Danke Ihnen allen für den Beitrag, den Sie geleistet haben, dass wir diesen wunderbaren Tag jetzt feiern können. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe, vor den Bischof zu treten. Herr Matthias Böhm aus der Pfarrei St. Marien, Frankfurt am Main. Hier bin ich. Herr Mirko Millich aus der Pfarrei St. Laurentius, Nentershausen. Hier bin ich. Herr Matthias Thiel aus der Pfarrei St. Margareta, Frankfurt am Main. Hier bin ich. Herr Lukas Eduard Weiß aus der Pfarrei St. Peter und Paul, Rheingau. Hier bin ich. Heiliger Vater, hochwürdiger Vater, vorauseilender Gehorsam, hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese, unsere Brüder zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit der Gnade unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese, unsere Brüder, zu Priestern. Dank sei Gott dem Herrn.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib den Diakonen, die du heute zu Priestern der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben. Lass sie durch ihr Leben wie durch ihr Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes. Traue auf dich, mein ganzes Glück bist du allein. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Mein ganzes Glück bist du allein. An den Heiligen im Lande den Herrlichen, an ihnen nur hab ich mein Gefallen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu, ja, mein Erbe gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Behüte mich, Gott, behüte mich, denn ich vertraue auf dich. Mein ganzes Glück bist du allein.
der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Weihekandidaten, Friede, Freude, Freundschaft mit Christus. Das macht die gute Atmosphäre aus, die die beiden Schrifttexte verbreiten. Sie haben sie für ihre Weiheliturgie ausgesucht, Friede, Freude und Freundschaft zu Christus. In dieser Stimmung sind wir hier zusammen und Sie, liebe Brüder, sind innerlich davon erfüllt. Ob eine wichtige Entscheidung stimmt, die man im Leben trifft, das lässt sich gemäß guter geistlicher Tradition vor allem daran erkennen, ob sich innerlich Friede und Freude einstellen. Ja, es stimmt. Sie wollen nicht nur Priester werden, sie sollen es werden an diesem Tag und sie dürfen es sein, denn sie selbst und die Kirche stimmen in der Entscheidung über ihre Berufung überein. Bewahren Sie sich die Atmosphäre Ihres Weihetages in guter Erinnerung. Es wird ja in Zukunft nicht immer so freudig und friedlich zugehen im Alltag des Lebens und Ihres Dienstes. Da ist es wichtig,
sich an den Anfang zu erinnern und an die besondere Qualität dieses Tages, um daraus Kraft und Ermutigung zu schöpfen. Auch das ist ja Teil des sakramentalen Geschehens, das sich hier vollzieht und das sich von heute an wie ein Charakter jedem ihrer Tage und all ihrem Tun einprägt. Friede, Freude und Freundschaft zu Christus. Dass dies keineswegs als Aufforderung zu naiver Unbekümmertheit gemeint ist, das erschließt sich aus dem durchaus vergleichbaren Zusammenhang, in dem die beiden Schrifttexte entstanden sind. Das Evangelium heute ist Teil der Abschiedsreden, die sich über mehrere Kapitel des Johannesevangeliums erstrecken. Vermutlich ist unser Abschnitt als eine spätere Relektür auf die ursprüngliche Abschiedsrede entstanden, die der Evangelist im Abendmahlsaal vor dem Gang zum Ölberg verortet. Die neue Situation ist durch eine doppelte Bedrohung für die christlichen Gemeinden der zweiten Generation gekennzeichnet. Innere Spaltung und äußere Verfolgung sind Wirklichkeiten. Und beides verunsichert so stark, dass es zur Abkehr von Gemeindemitgliedern kommt. Da werden Signalworte dieser Ansprache des auferstandenen Christus an seine Gemeinde zu Botschaften gegen den Strom. Bleibt, wieder die Versuchung wegzugehen und die Gemeinschaft aufzukündigen. Freude. Wieder alle lähmende Resignation, einander lieben gegen den Hang zu Polarisierung und Entzweiung. Freunde, als Erinnerung, wie sehr Christus jede und jeden Einzelnen ins Vertrauen gezogen hat über den großen Plan Gottes. Erwählt. Das klingt nach weitem Horizont und festem Grund und hilft, die Orientierung nicht zu verlieren. Frucht bringen. Wie verheißungsvoll hört sich das schließlich an in Momenten der Vergeblichkeit und Frustration, die auch zum Weg des Glaubens dazugehören. Vielleicht spüren Sie, liebe Schwestern und Brüder, hier spricht der Herr der Kirche uns allen Mut zu. Er bezieht uns mit ein in die große Perspektive, die sein Leben bestimmt und uns prägen soll. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde und Freundinnen gibt. Größeres gibt es nicht. Sie können sich darauf verlassen, liebe Brüder. Wir alle dürfen uns darauf verlassen, dass er uns trägt. Auch der Abschnitt aus dem Philipperbrief, der für regelmäßige Gottesdienstbesucher so wunderbar nach Advent klingt, ist keine naive Aufforderung zur Sorglosigkeit, die Probleme und Herausforderungen einfach ausblendet. Der da schreibt an seine Lieblingsgemeinde, Paulus, tut es aus der Gefangenschaft, vermutlich in Ephesus. Kaum ein Brief gibt so sehr Einblick in die persönliche Denkungsart und das Wollen des Apostels wie der Philipperbrief. Paulus traut seiner Gemeinde. Von ihr nimmt er als einziger der von ihm gegründeten Gemeinden eine Geldspende an. Dafür bedankt er sich mit diesem Brief und ermuntert die Christinnen und Christen, ihren Glauben an den Gott Jesu Christi im Alltag sichtbar zu machen und sich vor anderen mit diesem Glauben sehen zu lassen. Auch und gerade gegenüber christlichen Irrlehrern. Hier sind das konkret sogenannte judaistische Wanderprediger, also solche, die darauf pochen, immer das Alte zu bewahren, anstatt der Entwicklung der Kirche unter Führung des Heiligen Geistes zu trauen. Eine Polarität, die nicht nur in der Gründungszeit der Kirche gefährlich war. Niemals wären Menschen in unserem Kulturraum zum Glauben an Jesus Christus gekommen, wäre am Anfang der Kirche immer alles beim Alten geblieben.
Der Heilige Geist führt uns in die unerschöpfliche Wahrheit ein, die immer weiter wird und immer nach vorne drängt. Adventlich klingt dieser Text mithin nicht ohne Grund. Denn als Kirche stehen wir in gespannter Erwartung auf das Große hin, das sich uns erst zeigt, wenn der Herr bei seiner Wiederkunft alles mit Frieden und Freude erfüllt. Bis dahin ist uns nicht Stillstand aufgetragen, sondern Laufen, Bewegung, sich ihm entgegenstrecken mit allen unseren Gaben und Kräften. Aus diesem wunderbaren Zeugnis apostolischen Zuspruchs haben sie ihren Weihespruch ausgewählt. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Wenn ich dieses Wort auf mich wirken lasse, dann geht mir auf diese Haltung, nehmen wir doch jedes Mal ein, wenn wir Eucharistie feiern. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Die Feier der Eucharistie steht nicht neben unserem Leben. Alles, was uns bedrängt, erfreut und flehen lässt, gehört dazu. Im eucharistischen Hochgebet spricht Christus und wir schließen uns ihm an mit den großen Anliegen, die er in der Hingabe seines Lebens auf seine Schultern genommen hat. Vater, heilige, stärke, erfülle uns, mach uns eins. Bringe der Welt Frieden und Heil, beschütze deine Kirche, erhöre unsere Gebete, erbarme dich der Toten. Das alles tragen wir ins große Dankgebet Jesu ein, von dem wir Wandlung erwarten, für unsere Gaben, für uns selbst und für Gottes Welt. Ihr Weihespruch, liebe Brüder, führt also zum Schönsten hin, was ihnen als Priester aufgetragen wird. Das Wort im Philipperbrief ist nicht exklusiv an sie gerichtet, sondern an die ganze Gemeinde des Herrn. Feiern Sie die heilige Eucharistie so, dass die ganze Gemeinde darin vorkommt, daran Anteil nimmt und daraus schöpft. Und das sind immer noch viel, viel mehr Menschen, als konkret an einem Ort und zu einer Zeit zusammenkommen. Feiern Sie die heilige Eucharistie mit vielen und für alle. So erfüllen Sie ganz sicher, was Ihnen selbst auch immer neu zugesagt ist. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.
Liebe Brüder, bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr dieses Amt bereitwillig auf euch nehmen wollt. So frage ich euch: Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Michael und alle heiligen Engel Gottes, bittet für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bittet für uns. Heiliger Josef, bittet für uns. Ihr heiligen Patriarchen und Propheten, bittet für uns. Heiliger Petrus, bittet für uns. Heiliger Paulus, bitte für uns. Heiliger Johannes, bitte für uns. Heiliger Jakobus, bitte für uns. Heiliger Matthias, bitte für uns. Heiliger Lukas, bitte für uns. Alle heiligen Apostel und Evangelisten, bittet für uns. Heiliger Gregor, bittet für uns. Heiliger Ignatius von Loyola, bittet für uns. Heiliger Papst Fabianus, bittet für uns. Heiliger Johannes Paul der Zweite, bittet für uns. Ihr heiligen Päpste und Bischöfe, bittet für uns. Heiliger Hieronymus, bittet für uns. Heiliger Laurentius, bittet für uns. Heiliger Pfarrer von Ars, bittet für uns. Heiliger Sankt Lambertus, bittet für uns. Heiliger Egidius, bittet für uns. Heiliger John Henry Newman, Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns. Heiliger Columban von Lisieux, bitte für uns. Heiliger Marcus Crisinus, bitte für uns. Heiliger Johannes Brasek, bitte für uns. Heiliger Philipp Neri, bitte für uns. Heiliger Antonius von Padua, bitte für uns. Heilige Diakone und Priester, bittet für uns. Heiliger Athanasius, bittet für uns. Heiliger Augustinus, bittet für uns. Heilige Theresia von Lisieux, bittet für uns. Ihr heiligen Lehrer der Kirche, bittet für uns. Heiliger Stephanus, bittet für uns. Heilige Agnes, bittet für uns. Ihr heiligen Märtyrer, bittet für uns. Heiliger Benedikt von Nursia, bittet für uns. Heiliger Franziskus, bittet für uns. Heilige Clara, Heiliger Emmerich, bittet für uns. Heilige Walburga, bittet für uns. Heilige Anna, bittet für uns. Heilige Margareta, bittet für uns. Ihr heiligen Jungfrauen und Mönche, bittet für uns. Heiliger Thomas Morus, bittet für uns. Heilige Monika, bittet für uns. Ihr
ihr heiligen Väter und Mütter, betet für uns. Heiliger Bonifatius und ihr Heiligen unseres Landes, betet für uns. Heiliger Georg und heiliger Nikolaus, betet für uns. Heilige Katharina Kaspar, betet für uns. Heilige Hildegard, betet für uns. Seliger Richard Henkes, betet für uns. Ihren Heiligen und Seligen unseres Bistums, betet für uns. Ihr heiligen Namenspatrone, betet für uns. Ihren heiligen Bekenner, betet für uns. Alle Heiligen Gottes, betet für uns. Jesus, sei uns gnädig. Herr, befreie uns von allem Bösen. Herr, befreie uns von aller Sünde. Herr, befreie uns von der ewigen Verdammnis. Herr, befreie uns durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Herr, befreie uns durch dein Sterben und dein Auferstehen. Herr, befreie uns durch die Sendung des Heiligen Geistes. Herr, befreie uns. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Schütze deine heilige Kirche und leite sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Erleuchte unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Georg und alle Hirten der Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne deine Diener, die du zu Priestern erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erhöre uns, Herr unser Gott, erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist, gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, so dass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr, unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst sei ihr Anteil für immer. So sei ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar, so werden die Sünder versöhnt, so werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen für die ihnen anvertrauten Gemeinden und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint, sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu leiten und, Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen.
Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Priester berufen, dem Altar zu dienen und für dein Volk Sorge zu tragen. Das heilige Opfer erwirke ihnen deine Hilfe, damit ihr Dienst dir wohlgefällt und bleibende Frucht bringt für die Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass ein einzigartiges Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählt er in Liebe zu den seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das österliche Gastmahl. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Georg und dem heiligen Nikolaus und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Georg und die Gemeinschaft der Bischöfe, deine Diener, die heute zu Priestern der Kirche geweiht wurden, alle Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Diensten der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde, und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Im Geist unseres Herrn Jesus Christus versammelt, beten wir voll Vertrauen zum Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Am Osterabend trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch.
Seht unser Osterlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, die heilige Gabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke deinen Priestern und allen Gläubigen dein göttliches Leben, damit sie mit dir verbunden bleiben und treu sind in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zuallererst einen herzlichen Glückwunsch an die vier Neugeweihten, Gottes reichen Segen. Danke für ihre Bereitschaft und guten Mut im Dienst, der ein wunderbarer Dienst ist, weil wir den Menschen das Beste geben können, was wir zu geben haben, nämlich Jesus selber mit seiner Lebenskraft. Herzlichen Dank, Glückwunsch und auch für die kommenden Tage der Primizien und des Einstiegs in diesen neuen Dienst. Alles, alles Gute. Schön, dass Diakon Fabian Bruns dabei war, assistiert hat. Er ist ja der Nächste. Wir dürfen in diesem Jahr ja auf 5 neue Priester hoffen für unser Bistum, wenn Sie dann am 10. Oktober in Rom im Germanicum die Priesterweihe empfangen, in San Ignazio natürlich, nicht im Germanicum. Wir gehen mit Ihnen. Wir wünschen Ihnen für die letzte Etappe der Prüfungen, die ja noch anstehen, Gottes Segen. Aber das werden Sie meistern und dann werden Sie mit Gottes Hilfe auch Priester sein für den Dienst in unserem Bistum. Also guten Mut bis dahin. Danke Ihnen allen für die Mitfeier, Ihnen, die Sie gekommen sind, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, die da sind. Danke Ihnen, liebe Schwestern und Brüder zu Hause. Ich weiß, wie sehr viele von Ihnen gehofft und gewünscht hätten, hier mit dabei zu sein im Dom. Die Zeiten sind noch nicht so, aber was für ein Glück, dass uns die Technik ermöglicht, die Feier weit über die Grenzen des Doms und der Stadt Limburg hinaus in die Häuser und in die Herzen von Menschen zu transportieren. Das wird die Mitbrüder, die jungen Mitbrüder jetzt stärken, dass sie da sind, dass sie den Weg mit ihnen gegangen sind in den Familien, in den Heimatgemeinden, in den Ausbildungsstellen und den Praktikumsorten. Ich weiß und habe das ja auch in den Gesprächen erlebt, wie wichtig diese Zeiten sind, wie wichtig die Begegnung mit Menschen ist, dass wir Priester so in den Dienst hineinkommen, wie er ihnen hilft, in ihrem Glauben als Christinnen und Christen. Danke sehr auch für Ihr Gebet, in das ich die Neupriester und uns alle auch weiter empfehle. Und danke der Dommusik. Wie wunderbar, dass jetzt wieder viele Stimmen aus dem Orchester, der Instrumente und des Knabenchores und der Solistin und der Orgel erklungen sind. Das gibt uns guten Mut, dass die Zeiten von Corona irgendwann vorbei sind und wir dann auch in das große Gott, was wir gleich noch einmal hören werden, selber einstimmen können, wie würden wir es uns wünschen. Bald ist es hoffentlich wieder soweit. Danke allen Musikerinnen und Musikern. Auch da, glaube ich, dürfen wir ruhig einen Applaus geben. Pfingsten ist so etwas wie ein Erntefest für die Kirche. Da gingen die Türen auf, da hat das Wachstum begonnen. Das Wachstum der Kirche, das bis heute nicht nachlässt, auch in dieser Krisenzeit. Dafür ist diese heilige Priesterweihe, die wir feiern konnten, ein beredtes Zeugnis. Die Kirche wächst, sie wächst in den Herzen von Menschen, die sich Jesus anschließen und durch nichts irre machen lassen, dass das der Weg zum Leben ist. Dazu stärke uns der dreifaltige Gott mit seinem Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Segen.